Ich hatte einen Freund in Riva, aber der ist tot. Da sind wir auch wieder zurück hier bei Let's Play The Witcher 2. Ah, inspizieren, ne? Ein toter Assassine. Und sein Bein ist ab. Ach du Scheiße. Wie sieht der denn bitte aus? Den hat's richtig getroffen. Wahrscheinlich kein Minecraft gespielt. Wer weiß das schon. Geralt von Riva, bereit für die Fahrt deines Lebens? Na klar, dann los. Ohne mich kommst du also nicht zurecht? Du bist ein Mutant, ähnlich wie der Mörder. Jeden gewöhnlichen Menschen würde der himmelblaue Traum des Han Ma-Vyn umbringen. Du brauchst einen Trank, der die Leistungsfähigkeit des Herzens steigert und das Kreislaufsystem stärkt. Am besten hat er noch halluzinogene Eigenschaften, damit du mehr siehst. Ein Erpel müsste es tun. Na ganz toll. Egal, fangen wir mal an. Hast du dir den Trank zur Stärkung gegönnt? Du bist so blässlich. Nicht, dass du mir hier aus den Latschen kippst. Bald. Ich muss mich noch vorbereiten. Ein Erpel müsste es tun. Na ganz toll. Gut, versuchen wir es mal. Mit der Meditation, ihr kennt das ja. Tränke einnehmen, hin oder her. Okay, hier geht natürlich erstmal nichts. Na, ich glaube, Katze bringt hier nichts. Erlaubt es in kompletter Dunkelheit und durch Wände zu sehen. Nee, das bringt nichts. Wir müssen mal einmal hier kurz raus. Einen Moment nochmal meditieren. Ich hoffe, wir können das auch brauen. Das wäre nämlich sehr gut. Ein Erpel. Fuck, wir haben gar keine Rezepte. Was soll das denn jetzt sein? Shit. Das ist blöd. Wir brauchen erstmal das Rezept. Wo kann ich mir eine Rezepte kaufen? Ein Erpel, ein Erpel. Schauen wir uns das mal kurz an. Hier ist ja gleich noch ein Händler, soweit ich weiß. Wer war das denn gleich? Er hier, oder? Guten Tag. Reliquien, Artefakte, Berlocken, Talismane. Kostbar jenseits aller Vorstellungskraft. Zeig mal, was du hast. Hast du Asche von Sabrinas Scheiter? Alles, was da... Ah ja, zeig mal jetzt. Rezepte brauche ich, Rezepte. Ich glaube, der hat keine Rezepte, ne? Shit. Nee, der hat keine Rezepte. Das ist miese jetzt. Ja, das ist echt mies. Kacke, wir brauchen jemanden, der Rezepte hat. Wer war das denn hier gleich? Hier hat doch irgendeiner Rezepte verkauft. Shit. Vielleicht er, aber diese Penner haben auch gar nichts. Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Sie sind mir alle zu dumm hier, wenn ich ehrlich bin. Die können gar nichts haben, das ist so unwahrscheinlich. Und da bin ich wieder. Ja, ich habe den Typen gefunden, den Händler, der diese Rezeptur verkauft, sprich Erpel. Und zack, herstellen. Tada. Und dann können wir das natürlich auch noch einnehmen, den Trank, und dann direkt mal mit Detmold sprechen. Und runter damit. Den schönen Feigling. Okay. Dann lass es mal tun. 10 Minuten haben wir dafür. Das Ritual. Fangen wir an. Ich bin bereit. Ach, wie schön. Der himmelblaue Traum ist schon was Besonderes. Doch er lässt dich nur die letzten Stunden des Mörders nacherleben. Hoffentlich lohnt es sich. Gib auf jedes noch so kleine Detail Acht. Orte, Namen, einfach alles. Werde ich tun. Dann fangen wir an. Weg hin aus Hansala! Jetzt geht's los. In diesem Nebel könnte ich mich glatt selbst verlaufen. Sieh's doch mal so. Jetzt sind wir praktisch unauffindbar. Es sei denn, Hänsel greift Lagen trotzdem an. Hänsel greift niemanden mehr an. Du bist ein unverbesserlicher Mistjäger. Ah, ich verstehe. Wir sind in deren Traum. Beziehungsweise in deren Gedankenströmen.
Na, wohin geht's jetzt? Selbstverständlich, wir müssen zu dem Lager. Zu König Henselt, genau. Was anderes geht eigentlich nicht. Weil das haben die ja gemacht. Assassine. Hab hier. Dann nichts wie los. Du hast dich gewunden wie ein Fisch im Netz. Lass mich. Ich war so nah dran. Verdammt. Na gut, mach die Augen zu. Vekina Sansala! Mal schauen, was jetzt passiert. Diese Fallen. Ich auch. Offenbar will Henselt uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat. Der pure Leichtsinn. Leto will ihn tot. Wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir in unseren Höhlen nur dahin wie Fledermäuse. Lieber ein paar Höhlenkoller ertragen, als von den Büppeln des Königs erschlagen zu werden. Egon, was ist? Hast du plötzlich Schiss? Angeblich weicht Detmold Henselt nicht von der Seite. Und dann soll auch noch der Hexer im Lager aufgetaucht sein. Er ist allein. Wir sind zu dritt. Du weißt, was das für einer ist. Ich weiß, was er mich mal kreuzweise kann. Mach dir keine Gedanken über ihn. Willst du wissen, über wen ich mir Gedanken mache? Triss Merigold. Wenn die Ausplauder das Schiladema-Wendt aus dem Weg schaffen ließ, gerät alles außer Kontrolle. Leto sollte sie kalt machen. Ja, das sollte er. Aber offenbar steht ihm der Sinn nur nach Königsmaut. Da seid ihr ja endlich. Das Heerlager wird behütet wie die Keuschheit einer Prinzessin. Habt ihr was herausgefunden? Der Weiße Wolf ist zusammen mit Vernon Roche hier eingetroffen. Offenbar ist er jetzt Henselts Laufbursche. Ein anderer Laufbursche wäre mir lieber. Solange sein Gedächtnis weg ist, sind wir ja vor ihm sicher. Ganz und gar nicht. Das macht ihn umso gefährlicher. Wir müssen vorsichtig sein nach dem Bruch mit Jorvid und seiner Bande. Und noch etwas. Sheila Detankerville. Oh ja. Unsere Zauberin wird gefährlich. Detankerville hat ihre Schuldigkeit getan. Detankerville kann gehen. Wir werden sie nicht töten. Noch nicht. Du musst es wissen. Genau. Zuerst ist Henselt dran. Der hat absoluten Vorrang. Macht euch sofort auf den Weg. Und du? Ich gehe nach Loch Moin. Dort laufen alle Fäden zusammen. Seid vorsichtig. Dann sehen wir uns bald wieder. Leeren einen Krug Wein und lachen über alles? Wer weiß. Oh mein Gott. Leto. Ich klettere über die Palisaden. Treffpunkt ist der Eingang zu den Grotten. Und dann habe ich gehört, dass ihr einen Teil der Abgaben in den Höhlen unterm Lager gehortet habt. Ja, ich glaube, ich muss jetzt sneaky sein. Sollen das vielleicht alle erfahren? Ich weiß nicht, von wem du das hast. Shit. Aber wenn du die Zunge hütest, bekommst du deinen Anteil. Dann gilt die Abmachung? Ja, doch, verflucht. Ich sag den anderen Bescheid. Oh oh. Nur noch das hat gefehlt. Shit. Da war einer. Oh mein Gott, ich mache hier am besten mal nochmal einen Schnitt. Wir sehen uns gleich, wenn wir uns da durchgesneakt haben, weil ich denke, ich brauche hier auch wieder 1000 Anläufe. Und das ist natürlich der Mist. Oder? Kommt, ich versuche es mal. Falls ich mal failen sollte, wisst ihr Bescheid. Komm schon. Ach du Scheiße. Ja, wir wurden entdeckt, glaube ich. Ja, wir wurden entdeckt. Ich mach nochmal einen Schnitt. Komm zu dir. Ich sterbe vor Neugier. Was hast du erfahren? Ich kenne ihr Versteck. Oder Sheila hat ihnen geholfen. Sheila Detankerville.
Sie sprachen davon, dass Sheila ihnen beim Mord half. Sheila, sie war eben hier, als du in Trance warst. Sie sagte, sie wolle den zweiten Mörder verfolgen. Woran erinnerst du dich noch? Ich kenne ihr Versteck. Sie verstecken sich in den Schluchten. Da finden wir bestimmt den anderen. Unser Mann hier dürfte einen Schlüssel zum Versteck haben. Woran erinnerst du dich noch? Ich muss gehen, sofort. Keine Zeit zu verlieren. Ich muss ihnen nach. Viel Glück, Geralt. Geh zum Versteck der Königsmörder. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Und das hat natürlich Eile mit Elan sofort in die Richtung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und das lasse ich mir auch nicht zweimal sagen jetzt. Los, 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 los. Der König Hänsel weiß davon leider nicht, ne? Gar nichts. Shit. Das kann was werden. Geh zum Versteck der Königsmörder. Jetzt müssen wir eigentlich wissen, wie ich da rüberkomme. Das ist doch auch in Wergen, oder? Das müsste in Wergen sein. Das Versteck. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Ich muss mal kurz die Karte M drücken hier. Um zu sehen, genau wo lang ich muss. Okay. Die Königsmörder. Ich verstehe, ich muss jetzt, glaube ich, wieder über den Strand. Das sieht so sehr danach aus. Vor einigen Heiliger Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. Jetzt bin ich mit den Schwarzen in einem Lager. Was geht uns die Not? Wir sollten unsere eigene Meinung haben, die uns interessiert. Sonst geht es zu dir. Ja, und Vernon Roche ist ja auch hier total inaktiv. Mit dem haben wir ja fast gar nichts mehr zu tun in diesem Part. Beziehungsweise auch in Akt 2 hatten wir ja nur wenig mit ihm zu tun. Der hat uns ja gar nicht eigentlich verfolgt oder uns überhaupt geholfen. Mir hat irgendwie seine Hilfe sehr gefehlt, wenn ich ehrlich bin. Okay, kann man hier eigentlich durch? Hier war ich noch gar nicht. Schauen wir nochmal nach. Nee, wir müssen... Shit. Ah, das ist ein bisschen mies jetzt. Wir müssen es versuchen. Kommt. Wir gehen mal durch. Und wenn es falsch ist, dann ist es falsch. Dann muss ich nochmal neu schneiden. Ist ja nicht schlimm. Das Schneiden macht mir, ehrlich gesagt, weniger Sorgen. Am Strand. Es muss hier irgendwo sein. Das Versteck der Königsmörder. Den Schlüssel haben wir ja, ne? Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ein Fluch ist hier. Irgendein Fluch. Aber das kann ich jetzt nicht berücksichtigen hier. Wir müssen uns beeilen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich bin ganz falsch, ja? Ich bin ganz falsch. Shit. Das war ein Fehler, Melek. Da müssen wir wieder zurück. Geht nicht anders. Das geht nicht anders. Und was das wohl hier für ein Fluch war, weiß ich auch nicht. Würde mich mal persönlich interessieren, ehrlich. Hier in dem Spiel gibt es unglaublich viele Flüche. Und unglaublich viele verschiedene Charaktere. Und ihr wisst das ja, dass von The Witcher auch noch eine Verfilmung gibt. Allerdings ist dieser Film sehr alt, das heißt, ihr werdet absolut gar nichts mitbekommen von dem Film. Absolut gar nichts. So, und jetzt müsste ich hinten rum, ne? Ja, ich muss hier lang. Genau. Ach, scheiße. Okay, für die habe ich auch keine Zeit. Einmal kurz nochmal M drücken, um zu sehen, ob ich überhaupt richtig gehe. So, und der Weg müsste eigentlich richtig sein. Normalerweise. Komm schon. Mach keinen Mist jetzt. Ach du Scheiße, Banditen sind hier. Was machen die denn hier? Oh mein Gott. Ja gut, ich ignoriere die mal. Ihr habt euren Spaß. Ihr habt euren Spaß. Ihr habt euren Spaß. So, und wohin führt der Weg jetzt hier?
Heiliger Bimbam. Der Weg führt rein, das ist das doch hier. Ach du Scheiße. Komm, da müssen wir unbedingt rein. Das Medaillon warnt mich wieder. Shit. Nicht, dass hier Leto ist? Oh, da ist ein Untoter, glaube ich. Was ist das für ein Viech? Gargoyle. Och du Scheiße. Dreckiges Dämonenviech. Ach Mist, jetzt bin ich auch noch vergiftet, toxisch. Shit, hier sind hier überall Fallen. Genau, das wurde ja auch schon gesagt. In der Episode. Da sieht man es sogar schön. So, und dann das sind die... schlägt aus. Dann sind die rechts lang gegangen, genau hier. Okay. Und hier ist wohl der Attentäter. Haben wir was hinter uns? Nein. Ich wollte schon sagen. Komm schon. Ach du Scheiße. Ist das ein Golem? Oh mein Gott, das ist ein Golem. Bin ich zu spät? Okay. Komm her, du Drecksgolem. Shit. Spüre mein Silberschwert. Wo ist der Mörder? Kann ich das jetzt noch transferieren? Jawohl. Hier ist noch eine Truhe. Meine Namen wurden gerade gesagt. Mein Name wurde gerade gesagt. Aber von wem? Wo ist der? Was zum Teufel? Sarit. Sheila wusste Bescheid. Sie will die Beweise vernichten. Was für Beweise? Wir wollten dich nicht zurücklassen. Wovon redest du? Fast hätten wir... Stell dir das vor. Die wilde Jagd. Die Welt frei vom Ungeist des Krieges. Oh, Backe. September 1269, die Hydra-Schlucht. Nach dem Frieden von Sintra schlitzt man hier 53 Elfenoffizieren der Freehead-Brigade die Kehlen auf. Ihre Leichen wirft man in den Abgrund. Was die Reiter der wilden Jagd suchen, weiß ich nicht. 23. November 1269, Sintra, das Dorf, Kaltwasser. Die wilde Jagd hat ein neues Opfer, einen 11-jährigen Jungen. Den Eltern scheint das nicht viel auszumachen. Bin müde. 24. Februar 1270, ein Pass im Amushgebirge. Ein Manticore, eines der seltensten und gefährlichsten Monster. Früher hätte ich die Jagd auf ihn als Herausforderung betrachtet. Jetzt ist er nur ein Hindernis. Doch mit seinem Fleisch und Blut werde ich in dieser Eishölle überleben können. 30. Mai 1270, Yaruga. Die wilde Jagd zieht nach Süden weiter. Seit ich sie verfolge, hat sie 23 Menschen entführt. Sie waren alle zwischen 10 und 20 Jahre alt. Außer Yennefer. Sprich mit Detmold. Und da sind natürlich auch noch die ganzen Ausrüstungen von ihm. Der arme Assassine ist gestorben. Und ich sage mit Absicht, arme Assassine. Denn der konnte leider nichts dafür, weil er ja quasi missbraucht wurde, kann man schon sagen. Der Arme, der Arme, der Arme. Man hat gesehen, dass er Reue gezeigt hat. Und ich finde, das zeigt eigentlich bei einem Menschen sehr viel aus. So, und jetzt haben wir natürlich noch eine Rüstung bekommen oder so. Schuhe aus gehärtetem Leder, okay, Blödsinn. Unterhändler, auch Blödsinn. Zwergenhammer, erstklassiges Stahlschwert, auch Blödsinn. Ja, wir haben schon eigentlich das Beste vom Besten. Naja, nicht das Beste vom Besten, aber wir haben schon deutlich bessere Items
Momentan. Und jetzt soll ich zu Detmold. Detmold wartet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Detmold auch eine fiese Ratte ist. Eine richtig miese Ratte, wenn ich ehrlich bin. Die schlimmste Ratte von allen, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist ja auch im Endeffekt einfach nur ein Berater des Königs. Und der hat eigentlich auch vor gar nichts Angst, ne? Das muss man auch mal sagen hier an der Stelle. Sein Bruder starb nämlich wegen den Skoyatel und hat deshalb auch so einen krassen Hass auf Anderlinge. Normalerweise auch auf uns, aber er hat natürlich Einsicht gezeigt, dass er mit mir zusammenarbeiten muss. Und dass er Gefühl für mich und meine Verbündeten eigentlich zeigen muss. Und das alles nur wegen dem König. König Henselt. Ja, und die ignorieren wir definitiv. Tschüssi. Okay, und da wären wir gleich. Oh mein Gott, gut, dass dieser Fluch endlich ein Ende hat. Schaut euch mal die Kasernen hier an, die ganzen Zelte. Das sind übrigens alles Wachmänner meiner Gilde, kann man sagen, von meiner Crew. Das sind alles temerische Soldaten. Temerische Soldaten. Eigentlich auch Diener von Foltest, ehemaligen Foltest. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Von Let's Play The Witcher 2. Bei Detmold. Mal sehen, was der zu sagen hat. Denn der hat bestimmt vieles zu erzählen. Ganz schön vieles. Vor einigen Jahren